Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Wir waren im letzten Mal mit Lydia Fry fertig geworden mit der letzten Mission und Juno, wenn es mich eben nicht irrt, hat mit uns gesprochen. Und sie wollte, dass wir mehr erfahren über sie, also werden wir das doch auch tun hier. Ich hoffe, Ihnen gefällt mein neues Büro, Miss Fry. Wie Sie sehen, haben meine Informanten einige vielversprechende Spuren gefunden. Hinweise auf Spionageaktivitäten sind am Feldspital, den St. Catherine's Docks und am Tower of London aufgetaucht. Ich muss Sie ja nicht erinnern, wie wichtig es ist, dass wir diese Eindringlinge aufhalten. Auf jeden Fall. Ach, jetzt kommen die Gebiete oder wie? Auf jeden Fall. Erster ist Spionjagd, die Apothekerzwillinge. Da Zeppelin-Überfall, Erster Weltkrieg, Hopton's, yo, easy. Erster Weltkrieg, Spionjagd, der Schwätzer. Erster Weltkrieg, Clarence Stockhouse. Also, ich würde mal sagen, wir porten uns mal direkt hier hin. Und entweder, wenn der Zeppelin-Überfall jetzt noch dort ist, machen wir jetzt einen Zeppelin-Überfall. Wenn er jetzt meint, irgendwie am Arsch der Welt zu sein, dann machen wir die äußerste Mission, die wir gerade haben. Denn die geht dann, ja, sonst muss ich weiß nicht wie lange noch privat noch rumrennen. Und so seht ihr wenigstens noch was ein bisschen vom Ersten Weltkrieg Städtchen, wo man in London noch so kennt. Fünfzig Jahre später, ne. Und das Einzige, was mich ein bisschen stört, für das es 50 Jahre später danach eigentlich der Krieg sein sollte, haben die keine besseren Waffen, die Assassinen, nichts Neues, außer eben das, was wir schon gebrauchen konnten und das auch nur auf dem Schiff. Tut mir le leid, nee, das sehe ich ja nicht ein. Da möchte ich gerne noch runter. Genau. Verbündete befreien. Jetzt habe ich zwar nicht geguckt, ob der Überfall noch dort ist. Der ist dort noch. Können wir immer noch machen. Wenn wir aber gerade hier sind, warum nicht? Verbündete befreien. Können wir machen. Warum soll ich ihn so killen, wenn ich den auch so killen kann? So, beide sind erledigt und befreit. Jetzt sollten wir noch einen befreien können. Stehlen noch, aber nee, zuerst mal die optionale Mission. Nein, nicht. Ihr habt mich nicht gesehen. Ihr dürft mich auch nicht sehen, das ist verboten. Ach nee. Guten Flug. Nee. Sehe ich ja nicht ein. Dass du mich jetzt siehst. Kannst du dich mal wieder verpissen? Dankeschön. Mir fehlt einfach immer noch die zwei Geiseln. Die sind doch hier, ne? Wenn wir hier durchgehen, können wir hier runter. Nee, nicht dort runter. Eigentlich wollte ich hier oben
runter, aber wir können es auch so machen. Die optionale Mission machen. So, kein Thema. Kommt die hier raus? Ich hoffe doch. Ha, das möchte ich ja sehen. Ihr immer mit eurem Optimismus gegenüber anderen Gegnern. Finde ich ja niedlich. Ja, ich habe sie sowieso befreit, ne? Dann können wir hier auch ein fröhliches Gemetzel machen. Hey, kleine Tusse, hier. Nimm das und friss dies. So, die dürfen wir plündern. Dokument 1 von 3 geklaut. Darf ich mal... irgendwie sehe ich gerade die zwei anderen nicht. Hi. So nebenbei. Hier müssen wir irgendwie rein können. Darf ich mal? Ja, nicht hoch, sondern rein. Wie oft mal muss ich drücken, um hier reinzukommen? So, bist du hinter mir? Das möchte ich ja mal sehen. Von mir aus könnt ihr zu fünft kommen. Hat den gleichen Effekt. Merkst du es? Irgendwie fruchtet also fruchten deine Angriffe nicht. Dann können wir hier weiter zur nächsten Schrulle gehen. So, das war... Oh, einfach mal den Kopf dagegen geballert. Ah, das finde ich cool, weil das gleiche hatte ich mit dir vor, ne? Und jetzt dich noch plündern, das hätten wir dann. Nein, nicht aufnehmen. Tüdelö, ich muss aus dem Gebiet entkommen, aber ich möchte noch die Truhe mitnehmen. Da hinten durch. Seilwerfer angemacht und hier nach drüben gegangen. Oder? Ja, du kannst auf dem Seil laufen. Nice! Spionversteck. Verbündete befreien. Nice work. Winston Churchill. Hä? What's that? Früher konnte ich euren Anblick nicht ertragen. Vielleicht auf dieselbe Art, wie ihr euch vor einer Spinne fürchtet. Der Mensch wurde von uns geschaffen, die vor euch kamen, den Isu. Wir schufen euch nach unserem Vorbild. Doch unsere größten Gaben enthielten wir euch vor. Ihr wurdet für harte Arbeit geschaffen und, falls nötig, den Krieg. Wir erbauten Observatorien, um euch zu überwachen, um euch zu kontrollieren. Wir schenkten euch Belastbarkeit, aber straften euch mit Ambition. Hm. Und so erhobt ihr euch gegen uns. Ich fürchte, wir sind für den Zustand eurer Spezies verantwortlich. Ist es denn ein Wunder, dass sich so viele der Simulationen um Gewalt drehen? Naja, nicht wirklich. Hat er nicht wirklich was mit Gewalt zu tun, was wir hier machen? Wir müssen zwar Gewalt anwenden, ja, aber an sich hat es nicht nur mit Gewalt zu tun. Wir kämpfen hier für eine edle Sache und killen nicht jeden. Das ist ein Unterschied. Ein Zeppelin-Überfall. Da unten? Hä? Das gehe ich jetzt noch auskundschaften. Reden. Die Flugabwehrkanone erreichen. Und wo ist die? Wir gehen hier mal unten durch. Rennen hier daneben vorbei.
jumpen mal hier runter. Und sollten das Ding erreichen, hieß es, gehen wir halt kurz noch ins Wasser. Die Flugabwehrkanone. Geile Erfindung, muss ich schon sagen. Ballern wir noch ein bisschen rum. Gibt's jetzt wieder Salven oder was? Dann viel Spaß beim Abschießen. Na, nicht schon wieder. Ihr immer mit euren Sondermädchen. Ach, nicht schon wieder. Sowas nennt ihr einen Zeppelin-Überfall? Naja, gut. Kann man mal durchgehen lassen. Tschüss. Aha. Dann würde ich mal sagen, gute Nacht, Leute. Werden wir die nächsten drei Pfeifen ab hier? Hi, Riss. Wir brauchen aber euch gerade nicht. Aha. Gleich so wollt ihr mir das heimzahlen, ne? Dass ich euren Freund gekillt habe. Tja. Dann müsst ihr jetzt schon zwei rächen. Und drei. Und kommt der vierte noch zum Rächen? Oder killen wir ihn vorher? Sieht fast so aus, als killen wir den vorher. Wunderschön. Seht ihr, wie nice das einfach mal geht? War's das schon? Jo, das war's schon. Kurze, bündige Mission. Kann man mal einfach mal so stehen lassen. Muss ich mal ganz ehrlich gestehen. Ich könnte jetzt wieder zurückreisen ohne Probleme. Nee, machen wir nicht. Wir machen im nächsten Part mit den zwei hier weiter. Da die, ja, so ziemlich... Ja, nee, ich mache zuerst den hier. Weil der weit entfernt ist und dann den hier. Aber der Part wird ein bisschen kürzer. Von daher wünsche ich euch bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.